Henning fragt Pietsmiet: Welche illegale Sache würdet ihr am liebsten legal auf pietsmiet.de praktizieren oder anbieten dürfen? Videos von infizierten oder beschlagnahmten Videospielen. Weil mich das ankotzt, dass manche Spiele in Deutschland einfach nicht erhältlich sind, weil sie zu brutal sind oder sowas. Und es schränkt uns halt ein bei den Sachen, die wir auf Pietsmiet machen können. Und es wäre schön, wenn wir das machen dürften. Ich weiß, ihr hättet jetzt natürlich gern sowas wie Analsex-Videos. Nee, ich hätte gern einfach alle Videospiele. Eine von den etwas banaleren Fragen, also wenn ich so drüber nachdenke, würde ich gerne Waffenhandel bei uns auf der Seite anbieten. Ich habe jetzt zum Geburtstag so eine geile Herr der Ringe-Schwert gekriegt. Ich würde gerne mit Samurai-Schwertern und sowas handeln. Das hätte ich gerne. Weißt du, so ein paar geile Samurai-Schwerter hier hinhängen. Richtig schön gefalteter Stahl. Das wäre schon nice. Aber die kriegt man ja so nicht. Das ist ganz einfach. Drogen. Also, ich meine, stell dir mal vor, die Pietsmiet.de ist für Gesamteuropa das Hauptverteilungszentrum für LSD, Kokain, Heroin, Gras. Was gibt's denn noch? Habe ich LSD schon gesagt? Keine Ahnung. Ich weiß, was sonst noch so für Drogen gibt, weiß ich nicht. Die anderen habe ich noch nicht probiert. Das wäre schon cool. Und dann setzen wir uns ab in die Karibik und kaufen uns ein Piratenschiff. Und dann sind wir die Pietsmiet Pirates. Arr. Ich glaube, sehr lukrativ wären tatsächlich Drogen. Jetzt nicht, weil ich das geil fände oder sowas, sondern weil es dann einfach vom lukrativsten wäre. Ich habe kurz erst gedacht an irgendwelche Pornos, aber Pornos sind ja vom Prinzip her eigentlich gar nicht illegal. Und es gibt noch Waffen. Waffen, so ja, kann man auch machen. Aber sind jetzt nicht so kommerziell, sag ich mal. Deswegen dann doch schon eher einfach schön Drogen. Alles Mögliche. Koks, Marihuana, Ecstasy, Speed, Zombie, Crystal Meth. Habe ich Crystal Meth schon genannt? Ich weiß es nicht mehr. Croc oder wie das heißt. Alle, die ganze Palette. Richtig nice. Super nice. Tja, es gibt eine ganze Menge. Wenn ich legal anbieten dürfte, bestimmte Sachen, ja, oder auch, also komplett frei von ethischen und moralischen Sachen, einfach mal so, also auch ohne jetzt Rücksicht darauf, ob da irgendjemand unter leiden könnte oder sonst was, wäre, glaube ich, ziemlich cool, wenn wir Drogen anbieten könnten, ja. Ich meine, ich weiß, das macht viel kaputt und so, aber so rein im Shop, im Merch-Shop oder so grünes Crystal Meth wäre halt ultimativ awesome einfach. Auch wenn ich selbst nie nehmen würde und Leute damit ihre Existenz kaputt machen, aber wir gehen ja jetzt wirklich so frei von moralischen und ethischen Sachen. Das würde ich halt ganz cool finden, einfach weil es irgendwie passen würde und so. Und was wir auch nicht dürfen bei Lebensmittelkontrollen und so weiter, wäre halt wirklich so Schnittchen. Also entweder so wirklich Schnittchen wie Brotschnittchen oder irgendwie so ein Kuchending, was Schnittchen heißt. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, eins von beiden auf jeden Fall. Dürfen wir aber beides nicht aufgrund von Lebensmittelverordnungen und des Betäubungsmittelgesetzes, deswegen machen wir das auch natürlich auch nicht. Und ich bin ganz ehrlich, Drogen sind auch moralisch verwerflich, aber grünes Meth wäre trotzdem cool.